Aua, aua, aua. Oh. Was denn? Aha. Genau das. Hinter dir. Wir müssen aufpassen, die rufen ihre Freunde, wenn man sie nicht schnell genug killt. Ja. Oh ja, die rufen ihre Freunde. Komm zu Papa. Die haben aber viele Freunde. Das ist ja. Ja. Eine nette Überraschung gleich zu Anfang für denjenigen, der da eins. Okay. Der, wo meint, der muss die Schilder abhauen. Ja. Okay, war gut. Der Trick aber, war echt. Einen Vorteil hat's gehabt. Die ja, Schilder sind weg. Ist alles weg. Ja. Und die Steine. So viel zum Thema Regeln. Wer braucht schon Regeln? Eieieiei. Ja, als das ein Holzboden bauen oder was? Ich baue keinen Holzboden, ich baue jetzt hier, ich habe Bricks mitgenommen. Ich baue einen, oder Slabs, mal gucken, weiß ich noch nicht so ganz. Ich habe ja beides. Ah, du baust es doch so, okay. Ja, weil hier der Weg, oder wolltest du die Mauer abreißen, können wir auch. Ja, warum meinst du, dass mir gerade von so lustigen Viechern angegriffen worden sind? Ja, ja, dann lass ruhig die Mauer wegmachen, genau. Aber ich muss jetzt erstmal was essen. Also ich weiß ja nicht, dass sie diese komischen Figuren bei Minecraft, die können ganz schön viel fressen. Ja. Ja, vor allem immer das Gerülpste dabei, ne? Jetzt musst du mal vorstellen. Manieren die Sau. Du isst drei Brot. Drei komplette Brote. Weißt du, wie lange das ich satt wäre? Jahre. Ja, so lange jetzt auch wieder nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ich brate mal 64 Steine. Wir können es uns ja leisten. Oh ja, eine Dreierhöhe und größere Fenster. Ich komme mir nicht mehr vor wie in einem Bunker dann. So. und ich komme mir schon wieder vor, als den wir designen. Machen wir doch. Aber man muss sich auch wohlfühlen in seiner Haut. Ja, genau. Wenn man schon instant immer wieder mal umgebracht wird, muss man ja auch in einem schönen Haus wieder aufwachen. Richtig. So, ich ziehe erstmal alles mit Kabel, Fenster können wir ja wieder reinhauen. Ja. Habt ihr eigentlich auch noch Fäden mitgebracht? Ja, die hatte glaube ich Protoss. Dann kann Fäden. Der nämlich mal schnell drei Betten machen. In der Tasche. Ich habe zwei Fäden, habe ich. Ja, das ist ja nicht so viel. Aber hier sind noch drei. Naja. Ja. Dann haben wir schon mal zwei Betten. Haben wir noch Glowstone da jetzt? Nee. Doch. Ich habe noch zwei. Aua. Haben wir nur vier direkt, Stück. Ja, dann können wir nämlich direkt hier wieder unsere Bodenbeleuchtung reinhauen. Ja, aber das ist jetzt doof irgendwie. Guck mal. Die sitzt falsch, weil es ist ja total unsymmetrisch. Du musst die Wände hier reinmachen. Genau, die weg. Wir können ja noch Glowstone holen gehen. Also Glowstone das. Mann, Mann, Mann. Ich liebe schnellere Öfen. Wirklich. Ich liebe schnellere Öfen. So. Falls jemand jetzt überrascht ist, wenn bei Monster mehr dann da sind. Du hast den Glowstone vernichtet. Du ist es. Ich hab's gehört. Hat die ganze Zeit einer gerufen. Ich will Glowstone. Kriegt er. Ich hab jetzt aus dem Glowstone, das den ich noch so rumliegen hatte, auch nochmal Glowstone gemacht. Ich plan schon mal eine zweite Etage ein. Ich habe jetzt 41 Stück. Oh Gott. Ich würde mich ganz doll aufopfern und würde eine Bahnstation bauen. Ich schmeiß jetzt hier erstmal alles rein, so. So. Okay, wir brauchen ein paar Booster Rails. Wir brauchen mal ein paar normale Schienen. Dann brauchen wir den hier. Und Buttons. Ich hatte doch Buttons gesehen, oder nicht? Knöpfe habe ich anstecken. Ja, dann hätte ich davon gerne mal welche.
Zwei Stück reichen mir. Jetzt habe ich meinen ganzen Knochenverbrauch für den Baum und der wächst jetzt. Nee, das ist gemein. Der geht nicht, weil er hier zu wenig Platz hat. Ich schmeiß mir mal zwei Knöpfe. Zwei Knöpfe. Bitteschön. Zwei Knöpfe. Hängt noch ein Dreier dran. Ja. Eins, zwei, drei. So. Ach, wir haben ja dann den Lichtbug, wenn ich jetzt hier weitermache, oder? Nee. Ich denke eigentlich nicht so. Oder auch nicht. Tschack. Das ist ja mal was Neues. Die, wo mir jetzt zuschauen, die würden mich jetzt für ganz verrückt halten, aber ich bin halt so. Aua. Warte mal, was ich mir gemacht habe. Was hast du dir gemacht? Erstens mal den da. Ein Wassereimer. Genau. Du brauchst jetzt einen Brunnen. Unter anderem. Hat so Zucker einen Sinn? Naja, damit Obsidian kriegen wir noch nicht weg. Okay. Und ich habe mir noch was gemacht. Wir sollten hier draußen nur langsam mal den Fackeln setzen. Oder irgendwo hier in der Nähe Glowstones noch packen oder so. So. Ich brauche noch. Stop. Versuch mal ein paar Oakwood-Setzlinge zu setzen. Oakwood? Ja. Weil ich wollte jetzt nicht ewig auf die Zwischenetage warten und ich wollte aber auch jetzt nicht das Holz mischen. Ich habe kein Schwert dabei. Ach so, es ist dunkel, deshalb. Hm. Also du hast den Battlefield mitgespielt. Ja, habe ich. Nein, ich meine das Skelett. Weil das cheatet. Es ist. Ja, schaut in die eine Richtung und er schießt mich auf der anderen Seite. Wie mache ich denn das jetzt am dümmsten? Mist. Wird, glaube ich, gerade eine besonders spannende Folge. Oh ja, auf jeden Fall. Jeder baut irgendeinen Scheiß. Ja. So viel zu Let's Adventure. Ja, bei mir kommt gerade mein hübscher Garten. Ah ja. Haben wir schon Cleanstone? Ja, aber der Cleanstone ist erstmal für mich reserviert. Fußboden und so. Oberer Ofen, 41 Stück. Wenn du mal zwei übrig hättest, bitte. Ja, schnapp sie dir. Ich baue gerade selber. Ich brauche ein Minecart. So, die Zwischendecke ist schon mal eingezogen. Wo sind denn die normalen Minecarts? Ah, Drecks berühmte Hecke. Ja, es fehlen noch normale Minecarts. Ja, ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich nicht mitgenommen. Das ist ja doof. Ich habe noch. Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Sonst hätte ich sie mitgenommen. Nee, das ich habe jetzt einfach mal eins auseinandergenommen. Ist ja egal. Der Blinde sucht die Steine. Ach, da. Machen wir das. So.
Also. Könnte mir jemand noch ein Gartentor bauen? Ja. Okay, brauch keins. Hab noch eins gefunden. Ja, gut. Auch gerade erst fertig geworden. Guck mal, kommt mal kurz raus. Unsere Abfahrstation. Du drückst aufs Knöpperl. Card kommt raus. Ja. Drückst hier aufs Knöpfchen. Nein! Blödes Ding. Müsste auf der Schrägen liegen. Auf der Diagonalen. Nee, das geht ja hier. Jetzt mit dem neuen System geht's ja anders. Guck mal. Wenn du jetzt hier was raufsetzt. Und den Knopf drückst. Nee, stimmt, das geht nicht. Okay, legen wir es auf die Schräge. Müsste rein theoretisch gehen, aber naja. Es sollte ja. Ja, die Frage ist, wird die von hier aus noch gepowert? Natürlich nicht. Ich muss den Knopf nach unten setzen. Super Ding. Hier da hinten werden sich auch schon denken, was machen die da drüben? Genau. haben die einen Schuss? Wir sind hier auf einer Adventure Map und die machen ein schöner Basteln. Wir wollen die doch zerlegen. Okay. So, das heißt, man muss die Cards dann halt kurz anschubsen, ist ja egal. Also jetzt, das geht schon. Obwohl, man könnte es auch. Kuckuck. Ja, ich versuche mal was anderes. Hi. Kuckuck. Wenn ich jetzt die hier einfach nochmal eins höher setze. Quasi den Dispenser hier drauf. Und das hier hin. Ah, das wird auch nicht klappen, glaube ich. Nee. Hä? Oh. Ja, 10 soll gelernt sein. Jep. 1 ist nicht gleich 2. Nee. Selten. Dispenser. Vor allem sicher so eine Sachen, die so total wichtig sind fürs Adventure. Ja. Jürgen, könntest du mal den Baum hier fällen? Der ist so nackt. Nee, das geht alles leider nicht. Wolltest du das Holz haben, oder? Nö. Achso, der sollte einfach nur weg. Genau. Falls Setzlinge, setz eine Tanne, die habe ich noch dabei. Tja, dann wird's halt nicht direkt fahrbereit. Hauptsache es ist da drin, so. Toll, Stufen habe ich auch keine mehr. Ach, sehr schön. Verschwendung! Was denn? Oh, er hat ja gerade einen Cleanstone hingesetzt und wieder abgebaut. Ach, ich habe ja noch Leder hier. Wenn wir jetzt noch einen Hund finden, können wir ein Buch schreiben. Genau. Liebes Tagebuch. Heute hat mich ein Creeper ganz fies angegriffen. Das sind immer so explosive Persönlichkeiten. Wir haben natürlich auch die Redstone-Fackel nicht mitgenommen. Aber nur du. Hier sind aber noch 7 Redstone in der Kiste. Ja, aber jetzt da. Redstone. Nimm die 64. Ah,
Okay. Und das Boot und den Sand und den und das Eisen und den Zaun. Diese, wir packen unser Zeug aus und er bunkert erstmal. Na klar. So. Weißt ja, sonst wird mal alles klaut. Also hier haben wir den Startbahnhof schon mal fertig. So. Ausbau folgt dann in Kürze. Na klasse. Hallo, ich wollte ein Blatt abbauen, nicht 5000. Tja, musst ein bisschen exakter arbeiten hier, nicht dieses schludrige Arbeiten immer. Da versucht übrigens nee, gerade... Die Schere war zu schnell. ...etwas Spinnenartiges am Haus hochzukommen. So, und dann bauen wir gleich hier nochmal ein Zäunchen drum. Übrigens, die Spinnen kommen jetzt schon wieder über den Zaun. Achso, über den anderen Zaun wären sie auch rübergekommen, okay. Jupp. Autsch. Spielt man hier nichts an. Danke. Wird hier zerlegt. So. Schiene, Schiene. Okay. Ach, hier sind ja sogar Sensorschienen drin. Oh, hier können wir ja richtig ein richtiges Schienensystem bauen. So. Okay. Wir bräuchten nochmal was, was die Treppen hochläuft, ja. Hm, genau. Alles wird gut. da musst du dann noch ein Slab drunter setzen. Von unten dran. Ja. Genau. Ich bin ja der Einzige, der einen Schaden hat. Nö. Das sind Mossis, die will ich nicht. Deswegen passen wir auch so schlecht zusammen. Und können so gut miteinander. Und genau. Ach, wie auch immer. Wie hoch wollt ihr hier oben bauen? Was, willst du einen richtigen Turm machen, oder was? Nee. Ich hatte mir überlegt, wir machen hier maximal jetzt noch einen und dann gehen wir so giebelwandmäßig hier. Ja. Dass wir da den Giebel haben und dann rechts und links halt runter. Ja. Ja. So mit Treppchen halt. Also so? Ja, nein, weiß nicht. Ups. Ich dachte so rechts und links, also das soll die Giebel, du weißt, wie ein Giebeldach aussieht, ne? Nö. Nö, okay. Ein Satteldach, sagt dir das was? Auch nicht. Ja, denk bestimmt direkt an Pferde. Nee, denk jetzt nicht ans Reiten. Satteldach. Hat das was mit Pferden zu tun? Was wollte ich denn jetzt überhaupt? So, also der Boden hier ist schon mal fertig. Mir gefällt das hier noch nicht, hier müssen Treppen hin. Was? Ich müsste mal Steine haben. Statt der Leiter oder was? Nee. Ich mach schon. Die Leiter ist okay. Nee, ich meinte eigentlich eher hier so. Ach so. Okay, das ist ein da 1, Treppen 2, seit neuestem 3. Jahr. Das ist 1, 2, 3. Um die Ecke connecten können. Ja, sehr schön. Also der Herr möchte es so haben. Ja. Sieht sehr giebelig aus. Im Prinzip. Jetzt die Höhe. So weiß ich noch nicht. Müssten wir hier, nee, im Prinzip wäre die Mitte noch eins höher. Ansonsten okay. Passt das ja nicht wirklich. Sticks. Und aus was? Aus Holz oder was? Oder wie? Wir könnten das Tannenholz nehmen und daraus Treppen machen und dann... Weil wir haben von den Tannen so viel. Machen wir quasi ein dunkles Dach. Jo. Klingt vernünftig. Dunkle Dächer sind immer super. An die Steintreppen kann ich mir jetzt irgendwo hinkleben. Gut. Die kannst du im nächsten Dungeon benutzen. So, Mist. Komme ich hier nicht an das Holz da oben dran. Doch, so. Gravel. Okay, also zu unserem Gärtchen hier runter. Gärtchen. Grätchen. Ja.
Ettchen ist das Brüderchen von Gretchen. Ja.